zu den Vorgängen in der Innenstadt in der Nacht von vergangenen Samstag auf vergangenen Sonntag. Ich darf an meiner Seite auch ganz herzlich begrüßen den Polizeipräsidenten vom Präsidium Schwaben-Nord, Herrn Michael Schwald. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Schaumeier, den Leiter der Polizeiinspektion Mitte, und außerdem den Ordnungsreferenten der Stadt Augsburg, Frank Pinsch. Alle drei werden im Anschluss zu mir ein paar Worte sagen. Möglich machen, was möglich ist. Das war bislang die Maxime, mit der die Stadt Augsburg die Wiederöffnungen auch nach dem großen Lockdown im Jahr 2021 möglich machen wollte. Diese Maxime hat bereits im letzten Sommer gegolten, und ich kann mich daran erinnern, dass wir den letzten Sommer, den Sommer 2020, als entspannte Wochen und Monate erlebt haben, dass wir auch ein hohes Aufkommen in der Maximilianstraße in der Innenstadt hatten, dass wir auch gemeinsam mit der Polizei nachsteuern mussten. Aber so etwas, was am vergangenen Wochenende in der Stadt, in der Innenstadt passiert ist, so etwas habe ich noch nicht erlebt. Deswegen kann diese Maxime möglich machen, was möglich macht, in dieser reinen Form für die Zukunft nicht mehr gelten. Ich bin entsetzt. Entsetzt darüber, was passiert ist in dieser Nacht von Samstag auf Sonntag. Ich bin entsetzt über die Angriffe und Übergriffe auf Polizei, Ordnungsdienst und Rettungskräfte. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei all denjenigen, die am Wochenende im Einsatz waren, die dafür gesorgt haben, dass trotz allem die Situation beherrschbar geblieben ist. Und ich möchte vor allem all denjenigen, die verletzt worden sind, eine schnelle Gesundung wünschen. Ich bin selbst Anwohnerin der Maxstraße. Seit 9 Jahren wohne ich dort. Ich habe Sommernächte miterlebt, Fußballspiele. Ich habe erlebt, wie wir Fußball-Weltmeister geworden sind, Hochzeitskorsos, Partys. Aber in 9 Jahren habe ich so etwas wie an diesem Wochenende noch nicht erlebt. Am Wochenende zuvor hatten wir bereits festgestellt, dass wir an ein paar Dingen nachschärfen müssen, dass ein paar Dinge noch nicht rund laufen. Und es war beispielsweise dann eben auch der Grund, weswegen wir den To-Go-Verkauf von Alkohol ab 22 Uhr verboten haben. Eben aufgrund der Einschätzung von Polizei und vom Ordnungsdienst, dass zu viel Alkohol im öffentlichen Raum ein Problem darstellt und dass wir das eben entsprechend entschärfen möchten. Und wenn wir uns den vergangenen Freitag anschauen, dann hat sich eigentlich auch gezeigt, dass dieses Konzept gut aufgegangen ist. Am Freitag war auch viel los. Es war nicht so, dass es eine Nacht war, in der nichts passiert ist, aber es war eine Nacht, in denen das Feiern, das friedliche Feiern im Vordergrund stand. Was in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert ist, war in unserer Stadt so noch nie da. Es geht hier nicht um das übliche und typische Maxstraßen-Partyvolk, das zu viel gefeiert und zu viel getrunken hat. Es handelt sich vielmehr um eine Minderheit, die nicht in die Stadt gekommen ist, um gemeinsam mit anderen den Sommer zu genießen oder die wiedererlangten Freiheiten zu feiern. Nein, es ist eine Minderheit, junge, erwachsene Männer, die als Gang dorthin gehen, wo Menschen sind, um ganz gezielt Unruhe zu stiften, um gegen Polizei und Ordnungsdienst Stimmung zu machen, in dem Wissen, dass sie die Lage zur Eskalation bringen können. Und gemeinsam mit dem Solidarisierungseffekt der restlich Anwesenden ist es so in dieser Nacht von Samstag auf Sonntag zu den bekannten Ausschreitungen gekommen. Dieser Vorfall ist mit nichts zu vergleichen, was bisher in der Maxstraße jemals passiert ist. Und in Anschluss an mich wird der Polizeipräsident und der Leiter der PI Mitte eine genauere Einordnung der Geschehnisse vornehmen. Aber aus meinen Ausführungen können Sie schon entnehmen, dass es hier sich eben nicht um die Jugendlichen handelt, die über die Stränge geschlagen haben und was man seit vielen Jahren aus der Maxstraße kennt. Und im Übrigen sind Rechtfertigungs- und Verharmlosungsversuche, die stellenweise zu hören und zu lesen sind, und die Argumente, dass man der Jugend doch jetzt endlich einfach ihre Freiheit wiedergeben soll, nicht akzeptabel. Wir alle haben in den vergangenen Monaten Einschränkungen und Beschränkungen hinnehmen müssen. Alleinerziehende, Gastronomen, Einzelhändler, Kulturschaffende, Soloselbstständige, Menschen in Kurzarbeit.
Die Pandemie hat so viele existenziell betroffen. Und dennoch verleihen diese Menschen ihrem Frust über die Situation nicht durch Krawall und Entgleisungen Ausdruck. Der Lockdown und all die damit verbundenen Einschränkungen sind weder Erklärung noch Entschuldigung oder gar Rechtfertigung für ein derartiges Verhalten. Und ich finde es außerdem bemerkenswert, wenn politisch Verantwortliche in dieser Stadt und Personen, die mit einem Internetblog sich selbst als Meinungsmacher verstehen, hier Einordnungen der Lage vornehmen, ohne vor Ort gewesen zu sein oder mit der Stadt oder der Polizei gesprochen zu haben. Auch wurde von diesen Personen in den sozialen Medien die Frage aufgeworfen, ob die Stadt und die Polizei überhaupt richtig aufgestellt gewesen seien, ob es überhaupt ein Konzept für die Innenstadt gäbe und ob man denn aus den vergangenen Jahren nichts gelernt hätte. Solche Äußerungen, bar jeder Kenntnis der Sachlage, machen mich fast sprachlos. Die Stadt hat gemeinsam mit der Polizei das Konzept für den Stadtsommer 2021 auch mit den Erfahrungen aus dem letzten Sommer konzipiert und der Stadtrat hat das Konzept beschlossen. Die Stadt hat gemeinsam mit der Polizei in den letzten Wochen nachgeschärft, wo es notwendig war und aufgrund der Erfahrungen, die wir aus den jeweiligen Wochenenden gezogen haben. Daraus, ich habe es bereits erwähnt, kam beispielsweise das Verbot von To-Go-Verkauf ab 22 Uhr seit vergangenem Wochenende. Aus politischem Kalkül Stadt und Polizei hier zu unterstellen, dass der Vorfall vorhersehbar gewesen wäre und fehlende Vorbereitung zu unterstellen, spricht zu meinem großen Bedauern nicht gerade für ein hohes gemeinsames Verantwortungsgefühl für unsere Stadt. Und solche Aussagen sind auch regelrecht gefährlich. Denn mit solchen Aussagen wird Öl ins Feuer gegossen. Gerade jetzt haben die öffentlichen Stimmen eine immense Verantwortung, das Geschehene richtig einzuordnen. Als Oberbürgermeisterin und als Stadt werden wir nicht dulden, dass sich solche Szenen wie vergangenes Wochenende wiederholen. Unsere Innenstadt ist ein Ort des friedlichen Feierns, ein Ort für alle Augsburgerinnen und Augsburger, ein Ort für alle Generationen. Wir werden nicht zulassen, dass das friedliche Miteinander, das uns als Stadtfamilie ausmacht, auf primitive Weise kaputt gemacht wird. Fast 300.000 Augsburgerinnen und Augsburger wollen friedlich in unserer Stadt leben, arbeiten und feiern. Und einer Minderheit, die einfach nur auf Randale aus ist, werden wir unsere Stadt, vor allem auch unsere Innenstadt, nicht überlassen. Um den Frieden in der Innenstadt wiederherzustellen, werden wir leider nicht herumkommen, weitere einschränkende Maßnahmen zu vollziehen. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei all denjenigen bedanken, und das sind die allermeisten, die auch am vergangenen Wochenende einfach friedlich in der Innenstadt unterwegs waren, Freundinnen und Freunde getroffen haben und die Stadt genossen haben. Denn natürlich werden auch sie die Maßnahmen treffen. Ich habe sehr gehofft, dass wir nicht das große Instrumentarium der Einschränkungen hervorholen müssen. Aber nur so werden wir die Maxstraße als friedlichen Begegnungsort für unsere Stadtgesellschaft sichern können. Im Übrigen auch als sicheren Ort für die Anwohnenden, die sich heute schon zahlreich bei mir gemeldet haben und signalisiert haben, dass sie weitergehende einschränkende Maßnahmen mittragen werden. Und für die Anwohnenden, das möchte ich an dieser Stelle auch schon mal ankündigen, werden wir kurzfristig auch nochmals ein Gesprächsformat zum Austausch anbieten. Ich möchte mich auch bei der Gastronomie bedanken, die sowohl das To-Go-Verkaufsverbot ab 22 Uhr als auch die Sperrzeit ab 24 Uhr am Wochenende umgesetzt hat. Die Gastronomie ist nicht das Problem der Ausschreitungen gewesen, das möchte ich ausdrücklich betonen. Und es tut mir für diese Branche auch unfassbar leid, dass wir jetzt regulierender eingreifen müssen, denn sie hat in den vergangenen Monaten extrem gelitten und könnte jetzt endlich wieder Geschäft machen. Und gleichzeitig versucht sie auch mit uns gemeinsam, um uns allen einen schönen Sommer zu machen und zu bieten. Und jetzt sowas. Ich möchte Ihnen jetzt die Maßnahmen vorstellen, die wir gemeinsam mit der Polizei bereits gestern Nachmittag, ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei Herrn Schwald und bei
Herrn Schaumeier bedanken, ebenso vor allem Herrn Trebes, dem Vizepräsidenten, mit dem wir gestern, ich glaube, fast 2,5 Stunden zusammengesessen sind, um die Maßnahmen zu besprechen. Und heute Vormittag haben wir das Ganze dann auch noch mal weitergeführt, um die weiteren Einzelheiten zu besprechen. Herr Pinsch wird dann im Anschluss an Herrn Schwald und Herrn Schaumeier die Maßnahmen im Einzelnen erklären. Folgende Maßnahmen sind geplant. Zum einen werden wir rund um den Herkulesbrunnen absperren. Ziel ist, dass sich in diesem Bereich viel, viel weniger Personen aufhalten, Außengastronomie ausgenommen, sodass es eben nicht mehr zu Menschenansammlungen kommt. Wir werden ein Alkoholverkaufsverbot, also ein To-Go-Verbot, ab 20 Uhr aussprechen. Das gilt eben für die Flächen außerhalb der Außengastronomie. Der Geltungsbereich entspricht der Verordnung für Menschenansammlungen. Es wird weiterhin ein Alkoholkonsumverbot geben, ebenfalls ab 20 Uhr außerhalb der Freischankflächen und auch entsprechend geltend in dem Bereich für die Verordnung für Menschenansammlungen. Wir werden der Gastronomie die Möglichkeit geben, gezielt auch noch mal Außengastronomie zu erweitern. Hintergrund ist, dass wir natürlich möchten, dass alle Bürgerinnen und Bürger, die friedlich feiern wollen, auch die Möglichkeit dazu haben. Und in der Gastronomie ist es ohne Probleme auch denkbar, sodass wir hier mehr Platz schaffen wollen. Wir werden die Maxstraße für den Autoverkehr bereits ab 18 Uhr sperren. Wir werden in der Maximilianstraße ab 18 Uhr ein Parkverbot erlassen. Wir werden ab 18 Uhr die Taxis und den öffentlichen Personennahverkehr aus der Maxstraße herausnehmen. Wir werden, so wie vergangenen Samstag bereits, den Autoverkehr aus der Bäckergasse und aus dem Kitzenmarkt rausnehmen, indem wir auch weiträumiger absperren. Sie haben das vielleicht am Wochenende gemerkt, im Rahmen der EM-Spiele haben wir das eh schon gemacht. Und wir werden kurzfristig den Ordnungsdienst um eine weitere Einheit aufstocken. Das sind 6 Personen, weil der Ordnungsdienst, so hat es die Polizei mir auch gestern und heute nochmals berichtet, einfach ein wichtiges Backup auch für die Polizei ist, sodass wir hier auch entsprechend unterstützen wollen. Und damit darf ich jetzt zunächst an den Herrn Schwald übergeben, der aus polizeilicher Sicht die Maßnahmen bzw. die Ereignisse vom Wochenende einordnen wird. Ja, Frau Oberbürgermeisterin, ganz herzlichen Dank. Herr Ordnungsreferent, sehr geehrte Damen und Herren, das Ausmaß der Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Beamte, auch gegen die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und Ordnungskräfte, gegen Mitarbeiter des Rettungsdienstes, das wir in der Nacht von Samstag auf Sonntag erleben mussten, ist erschreckend. Dass ein Mob von mehreren 100 Personen, meist junge Männer, in der Innenstadt wütet, macht betroffen und es macht fassungslos. Deshalb möchte ich auch an den Beginn meiner Ausführungen den Dank an alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, an alle Einsatzkräfte, an alle Mitarbeiter des Ordnungsdienstes, an alle Mitarbeiter der Rettungsdienste geben, die in dieser Nacht und jeden Tag und jede Nacht hier in der Augsburger Innenstadt zum Wohle anderer Menschen tätig sind. Ich glaube, das muss man und kann man nicht oft genug betonen, denn auch am Wochenende war Anlass für diese schrecklichen Bilder, die wir gesehen haben, der Einsatz von Rettungsdiensten zur Rettung von Menschenleben. Wir hatten eine junge Frau, die kollabiert ist, wo der Rettungsdienst rettungserhaltende Maßnahmen durchführen musste. Diesen Menschen möchte ich ganz herzlich danken, die ihren Dienst unter Gefahr für Leib und Leben versehen. Gelegentlich war zu lesen, dass der Gewaltausbruch in der Innenstadt in einem Zusammenhang mit dem Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Portugal am Samstagabend stand. Wir als Polizei haben keinerlei Erkenntnisse, dass das auch nur im Ansatz so zutrifft. Aus unserer Sicht handele es sich nicht um Fußballfans, sondern um Menschen, deren ausschließliches Ziel die Provokation und die Ausübung von Gewalt an diesem Abend war. Ich möchte ein paar Worte zu dem sagen, was in den nächsten Tagen folgen wird, insbesondere also zu strafverfolgenden Maßnahmen. Wir als Polizei und ich persönlich verurteilen diese Gewalt aufs Schärfste. Wir werden die Täter mit der ganzen Härte des Gesetzes verfolgen und sehr konsequent vorgehen. Wir stehen im ständigen Kontakt und in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg. Ich habe heute Morgen nochmals mit dem leitenden Oberstaatsanwalt in Augsburg telefoniert und die Staatsanwaltschaft Augsburg versichert uns,
wie sie es in den vergangenen Monaten und Jahren immer getan hat, dass sie bei Angriffen auf Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte eine Null-Toleranz-Schwelle fahren wird. Diese konsequente Vorgehensweise wird die Staatsanwaltschaft auch bei den Ermittlungsverfahren zu den Ausschreitungen am Wochenende verfolgen. Ich möchte auch betonen, dass es sich bei den Straftaten, die hier im Raum stehen, nicht um Kavaliersdelikte handelt, sondern um gravierende Straftaten. Auch nach Sichtung des ersten Bildmaterials besteht nach wie vor der Verdacht des Landfriedensbruchs, der nach § 125 StGB im Strafrahmen bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte nach 114 StGB im Strafrahmen bis zu 5 Jahren bestraft wird. Neben den aktiven Flaschenwerfern und Randalierern richtet sich unser Augenmerk, und auch das möchte ich hier betonen, auch auf die Personen, die solchen Tätern in der Menge eine Rückzugsmöglichkeit bieten. Um es klar zu sagen, auch die Beihilfe ist strafbar und wird von uns verfolgt. Die Ermittlungen werden federführend bei der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg geführt, und wir haben bereits eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich mit dieser Thematik beschäftigt. Über Bodycam-Aufnahmen und sonstige Videoaufzeichnungen eingesetzter Kollegen verfügen wir über zahlreiches und, wie wir im ersten Durchlauf gesehen haben, auch über gutes Bildmaterial. Mit der Auswertung dieses Materials haben wir bereits begonnen, und sie wird sicherlich noch die kommenden Tage fortgesetzt werden und anhalten. Wir werden jede verfügbare Technik einsetzen, um die Täter zu identifizieren. Und dort, auch das möchte ich hier ausdrücklich betonen, dort, wo wir auf diesem Weg keine Hinweise auf die Identität der Täter bekommen, werden wir über die Öffentlichkeit mit entsprechenden Fotos nach den Tätern fahnden. Dessen muss sich jeder, der in irgendeiner Weise Samstagnacht vor Ort war und sich an den Randalen beteiligt hat, bewusst sein. Ich rufe auch alle Bürgerinnen und Bürger, die an diesem Abend irgendwie in der Stadt waren, gefilmt haben, Erkenntnisse gewonnen haben, auf ihre sachdienlichen Hinweise auf Täter, Beteiligte oder Zeugen bei uns unter der Rufnummer 0821-323-3810 zu melden. Wir werden auch die Möglichkeit schaffen, Videos auf einem Upload-Portal hochzuladen. Hierzu haben wir bereits jetzt auf der Internetseite des PP Schwaben Nord und auf unseren Social Media Kanälen zum Upload das Portal freigeschalten und werden dies auch in unserem heutigen Pressebericht den Link entsprechend veröffentlichen. Zu den getroffenen Maßnahmen und zu den Ereignissen wird der Leiter der PI Augsburg Mitte, Herr Schaumeier, im Anschluss zu mir berichten. Vielleicht ein paar Worte zu den Maßnahmen, die die Stadt Augsburg nun heute durch die Frau Oberbürgermeisterin, anschließend durch Herrn Pinsch, verkündet hat. Diese Maßnahmen erfolgen, Frau Oberbürgermeisterin hat es angedeutet, in sehr enger Abstimmung zwischen der Stadt Augsburg und der Polizei. Wir haben den bayernweiten Überblick, und ich kann tatsächlich sagen, dass Augsburg zu den Städten in Bayern gehört, die den Menschen das Zusammensein und das gemeinsame Feiern im öffentlichen Raum ermöglicht hat, soweit dies im Rahmen der Pandemie überhaupt infektionsschutzrechtlich zulässig bzw. möglich war. Diese Freiheit hat eine Minderheit für Provokation und Gewalt unter Gefährdung von Leib und Leben anderer rücksichtslos ausgenutzt. Es geht hier nicht nur um Beleidigungen, all cops are bastards und dergleichen. Es geht hier um Angriffe auf Leib und Leben von Polizeibeamten und Rettungsdienstkräften. Das muss uns immer bewusst sein, das sind die Spielverderber, nicht die Stadt und nicht die Polizei. Und deswegen war es jetzt eben leider erforderlich, diese Freiheiten auch zulasten friedlich Feiernder einzuschränken. Die Stadt und wir als Polizei, wir bedauern das. Es geht uns nicht darum, die friedlich feiernden Menschen über Gebühr zu reglementieren. Aber es geht darum, und das möchte ich auch betonen, dass alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt gleichermaßen einen Anspruch auf eine sichere und friedliche Innenstadt haben. Und deshalb war es erforderlich, diese Maßnahmen zu ergreifen. Ein Wort gestatten Sie mir zum Thema Jugend. Ich bin kein Experte, wie man sie jetzt häufiger hört. Aber es sei mir trotzdem erlaubt, einen Appell hier zu formulieren. Wir sollten nicht mit dem Finger auf eine Gruppe, auf einen ganzen Bevölkerungsteil zeigen. Junge Menschen hat die Pandemie besonders hart getroffen. Den Schulabschluss zu machen, ohne dies mit Familie und Freunden gemeinsam feiern zu können. Volljährig zu werden, ohne große Geburtstagsparty. Die Ausbildung oder das Studium online beginnen zu müssen, ohne sich mit Leidensgenossen
austauschen zu können. Abends alleine zu Hause zu sitzen, anstatt mit Freunden unterwegs zu sein. Die Pandemie hat hier durch ganz viele Rechnungen junger Menschen einen ganz fetten, dicken Strich gemacht. Und die ganz überwiegende Anzahl der jungen Menschen ging äußerst verständnisvoll mit diesen Einschränkungen um. Und auch jetzt schlägt nicht die Jugend über die Stränge. Die jungen Menschen sind nicht unser Problem. Ich betone das auch in Übereinstimmung mit der Stadt, sondern ganz wenige, die dieses Narrativ nutzen, um unter dem Deckmantel angeblicher Frustration Gewalt auszuüben. Mein Appell geht deshalb an alle jungen Menschen. Lassen Sie sich nicht von diesem Mob missbrauchen. Distanzieren Sie sich von diesen Straftätern, die Ihren guten Namen für Aggression, Provokation und Gewalt missbrauchen. Solidarisieren Sie sich nicht mit Straftätern. Solidarisieren Sie sich mit allen, die in einem friedlichen Augsburg leben, feiern und fröhlich sein wollen. Tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass wir diesen Aggressoren zeigen, wo es lang geht, dass wir diese Aggressoren isolieren. Geben Sie diesen Menschen keine Bühne und vor allem keine Deckung. Wenn Polizeibeamte, wenn Feuerwehrleute, wenn Rettungskräfte zu einem Einsatz unterwegs sind, dann hängt das allermeistens damit zusammen, dass sich ein ganz konkreter Mensch in einer ganz konkreten Notsituation befindet. Wir alle, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, sind unterwegs, um anderen Menschen zu helfen. Bitte, und das ist mein Appell, unterstützen Sie uns. Wir sind die Guten und woanders sind die Schlechten. Auch das bedeutet, Augsburg hält zusammen. Diese Botschaft ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich würde jetzt das Wort an Herrn Schaumeier übergeben, der das Wochenende aus polizeilicher Sicht vom Einsatz von den Maßnahmen reflektiert. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, ich stehe hier als der Dienststellenleiter der PE Augsburg Mitte, die für die Einsatzführung am vergangenen Wochenende in der Maximilianstraße die Zuständigkeit hatte. Ich möchte ja den Einsatzverlauf möglichst authentisch schildern und das auf einem Niveau, wo man sagt, es ist eine Objektivierung und ist auch nicht überzogen. Insofern möchte ich den Verlauf dieser Nacht in zwei Phasen einteilen. Die erste Phase bis 24 Uhr. Sie müssen wissen, wenn Sie aus Augsburg sind, die Regelung momentan ist so, dass der To-Go-Verkauf um 22 Uhr endet, die Außengastronomie um 24 Uhr. Und es war eine friedliche, vielleicht ein bisschen ausgelassene Stimmung, sage ich mal, in einer Sommernacht. Von daher haben wir letztlich in diesem Zeitraum eine Körperverletzung zu verzeichnen gehabt, die war am Herkulesbrunnen im Bereich der Katharinengasse. Es war eigentlich eine ganz normale Geschichte. Zwei sind in Streit gekommen, es kam zur Körperverletzung und die Polizei hat letztlich einmal die Personalien festgestellt und hat gegen denjenigen, der agiert hat, am Platzverweis ausgesprochen. In dieser Phase kommt es dann gleich, als der Platzverweis ausgesprochen ist, zu einem Schlag auf einen Polizeibeamten im Weggehen. Wie gesagt, man kann der Auffassung sein, das gehört irgendwo zum Berufsbild eines Polizeibeamten, aber ich möchte ganz ausdrücklich darauf hinweisen, dass ein Mensch in Uniform immer noch ein Mensch ist und im Dienst der Allgemeinheit seine Tätigkeit verrichtet und damit auch, sage ich mal, ein angemessenes Maß an Respekt verdient. Und das, glaube ich, schon mal Zeichen, dass dieser Respekt einfach zumindest in Teilen oder einer Minderheit nicht mehr der Fall ist. Was markant war an dieser Stelle, bis Mitternacht hat sich das Bild am Herkulesbrunnen, wir hatten mal zunächst in diesem kompletten Bereich 1500 Personen, nicht signifikant verändert. Was halt dann schon markant war, dass ab Mitternacht mit Schließen der Außengastronomie die Menschen abgewandert sind, sodass ich jetzt mal rund schätze, dass wir dann in diesem Zeitraum circa dann 400 bis 500 Personen gehabt haben. Das Bild, das sich am Herkulesbrunnen ergeben hat, war zwar schon festzustellen, dass einige Menschen weggegangen sind, allerdings signifikant hat sich es nicht verändert. Also war kaum eine Bewegung im Bereich Herkulesbrunnen festzustellen. Und kurz nach Mitternacht, Bahnsicht, man muss letztlich feststellen, möglicherweise ja dann doch durch rivalisierende Gruppe eine Schlägerei an. Die Polizeibeamten versuchen das in den Anfangsszenarien noch zu schlichten, wollen entsprechend Personalien feststellen.
aber bereits in dieser Phase massivste Solidarisierungsbewegungen aus dem Bereich des Herkulesbrunnen und Einwendungsbereich zur Katharinengasse. Die Beamten versuchen die Maßnahme in der Katharinengasse durchzuführen, begleitet schon von den ersten Flaschenwürfen. Über die ganze Nacht verteilt, möchte ich das mal ganz ausdrücklich sagen, und dieser Zeitraum erstreckt sich zwischen Mitternacht und 04 Uhr, muss man jedenfalls von 200 Würfen mit Flaschen auf Polizeibeamte ausgehen. Wir rechnen, dass von dieser Anzahl jedenfalls 20 bis 30 aus Glas waren und nicht unerheblicher Anteil derjenigen, die mit Plastikflaschen geworfen wurden, der war auch noch gefüllt. Und das, glaube ich, darf und kann man auch nicht verharmlosen an der Stelle. Es war notwendig, durch diese massiven Würfe die Maßnahmen in der Katharinengasse auch mit einer Polizeikette abzusichern. Es war auch feststellbar, dass doch einige bereits zu diesem Zeitpunkt in die Katharinengasse nachrücken wollten. Und es gab dann im Laufe dieser halben Stunde, muss man sagen, einige wechselseitige Körperverletzungen. Und die Stimmung war dort massiv aufgeheizt bereits. Allerdings hat das Ganze nochmal eine deutliche Steigerung erfahren. Es gab dann in dem Bereich eine bewusstlose Person, die vor einer Gaststätte aufgefunden wurde, wo zunächst nicht klar war, um was es geht. Aber es war natürlich notwendig an der Stelle, dass man einen Rettungsdienst mit verständigt. Und diese Betonung möchte ich jetzt an dieser Stelle ganz ausdrücklich bringen. Das Rettungsfahrzeug, das über die Maximilianstraße aus Richtung Innenstadt anfährt, hat sich entsprechend da den Weg mit Blaulicht und dergleichen bahnen müssen, weil zunächst der Weg nicht freigegeben wurde. Als das Fahrzeug in die Katharinengasse einbiegt, massiver Bewurf mit Flaschen und gleichzeitig, man kann objektiv den Eindruck gar nicht anders erwecken, und ich habe eine gute Position gehabt, um das zu bewerten, auch ein Nachrücken aus dem Bereich Herkulesbrunnen von Personen in den Bereich Einwendungsbereich Katharinengasse nahe der polizeilichen Maßnahme. Und das sind dann schon so Situationen, es geht darum, Menschen zu retten, die bewusstlos sind. Wir müssen auch momentan davon ausgehen, dass er unbeteiligt von der Flasche getroffen wurde in dem Zusammenhang. Und es ist natürlich jetzt zuerst die Aufgabe der Polizei, an dieser Stelle diese Maßnahmen zu treffen und vor allen Dingen dafür die Erste-Hilfe-Maßnahmen zu sorgen. Es war, Sie müssen sich das so vorstellen, es war, ich nenne es einmal vielleicht eruptiv in der Stimmung. Also ganz, ich möchte nicht von explosiv sprechen, aber eruptiv. Es war so richtig Aufschrei aus diesem Bereich Herkulesbrunnen und dann entsprechendes Skandieren, All Cops are Bastards und so weiter, Türkei an dieser Stelle. Und das waren keine Einzelpersonen, das waren nach unserer Schätzung, das ist immer schwer in der Menschenmenge, aber ich sage mal, es waren 200 bis 300 Personen und das ist dann schon sehr immens. Diese Maßnahmen sind dann durchgeführt worden. Um allein die polizeilichen Maßnahmen und die Erste-Hilfe-Maßnahmen einigermaßen zu lösen, war es notwendig, dass die Polizeibeamten sich Raum verschafft haben und vorgerückt sind. Teilweise Einsatz vom Einsatz Mehrzweckstock, teilweise Pfefferspray. Das hat dann wieder für kurze Zeit die Möglichkeit gegeben, diese Maßnahmen durchzuführen. Und es ist auch wieder zu Widerstandshandlungen an dieser Stelle gekommen. Man hofft immer als Polizeibeamter, dass man mit angemessenen Maßnahmen Situationen lösen kann. Also wartet man mit entsprechenden Maßnahmen auch vielleicht das eine oder andere Mal auch ab, um zu sagen, ob sich die Lage wieder beruhigt. Allerdings muss man feststellen, das war gerade nicht der Fall. Es gab Würfe, und das möchte ich mal ganz klar sagen, die nicht nur aus dem Bereich, im vorderen Bereich des Herkulesbrunnen Richtung Katharinengasse gingen, sie gingen aus der Deckung hinter dem Herkulesbrunnen hervor, also geschützt. Und wie immer mit zumindest erheblichen Solidarisierungsaktivitäten, die sie vornehmlich in dem Bereich, der im nördlichen Bereich liegt, der Maximilianstraße Richtung Innenstadt abspielten. Dort war die Massierung. Wir haben im südlichen Bereich Richtung Ulrichsplatz auch Personen gehabt, da sind auch vereinzelt Flaschen geflogen, vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie das im vorderen Bereich war. Allerdings muss man an der Stelle feststellen, derjenige, der dort geblieben ist, hat ganz klar mitbekommen, was dort passiert und ein Großteil hat sich dann nicht distanziert. Es gab einen Zeitpunkt, wo die Einsatzleitung, in dem Fall meine Person, entscheiden musste, wie es an der Stelle weitergeht. Natürlich unter enger Einbeziehung eines sehr einsatzerfahrenen Kollegen, der diese Einheit geführt hat an der Stelle. Und dessen Worte waren ganz eindeutig. Der sagt, das Ganze ist ein Landfriedensbruch jedenfalls.
Und es ist vornehmlich einmal darum gegangen, dass man entsprechend, wenn man sich eine weitere Maßnahme mit überlegt, diese so durchführend, dass angemessen ist an der Stelle, dass aber Erfolg versprechen kann. Und deswegen haben wir Kräfte nochmal herangeführt, haben die Beamten entsprechend ausstatten lassen. Das haben definitiv die Personen am Herkulesbrunnen mitbekommen müssen. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn die Polizei in eine gewisse Einsatzsituation geht, dann werden auch so Körperschutzausstattungen mit angelegt, um zu dokumentieren, dass man also nicht schutzlos irgendwas ausgesetzt ist, geht bis hin zum Helm. Das hat die aber nicht beeindruckt. Wir haben aufgrund dessen festgestellt, dass eine Vielzahl von Personen da geblieben ist, der geringere Teil ist weggegangen. Und im Weiteren haben wir festgestellt, dass aus den Nebenstraßen weitere Personen zum Herkulesbrunnen hingelaufen sind. Also ganz ehrlich, aus der objektiven Betrachtung war eines klar, die kommen deswegen, weil sie entweder mitbekommen haben, das, was am Herkulesbrunnen ist, beziehungsweise vielleicht über die sozialen Medien. Ist ja in dem Fall letztlich dann unerheblich. Entscheidend ist an der Stelle, dass ein Moment eingetreten ist, wo die Personenanzahl am Herkulesbrunnen im Begriff war zuzunehmen, und das Ganze hatte eine sehr aggressive Stimmung und unterm Strich muss ich sagen, gegen alle Autoritäten oder Hilfsdienste, die vom Staat kommen. Damit ist dann die Entscheidung gefallen, dass man diesen Platz, den Herkulesbrunnen, dass man einen Platzverweis aussprechen und dass man aufgrund dieser Entwicklung, dass man bereit ist, offenbar weiterhin Straftaten zu begehen und vor Menschenleben letztlich dort keine Rücksicht nimmt, entsprechende Maßnahmen treffen müssen. Das hat dann ungefähr, glaube ich, gegen 2 Uhr war es, dazu geführt, dass wir entsprechende Lautsprecherdurchsagen gemacht haben, wo wir die Maßnahmen erklärt haben. Wir haben Gelegenheit gegeben, dass die Menschen weggehen, die sich davon distanzieren wollen. Das Ganze haben wir 3-mal gemacht. 3-mal. Der harte Kern, sage ich, von 300 ist am Herkulesbrunnen verblieben, in Kenntnis der Maßnahmen, die da kommen. Und Sie müssen sich das dann so vorstellen, die Polizeikette ist langsam vorgerückt, entsprechend ausgerüstet, aber angemessen Schritt und immer nur die Möglichkeit zu geben, dass man diesen Bereich verlässt. Und in diesem Bereich sind immer wieder Menschen in Richtung der Polizeikette gelaufen, haben provoziert, haben praktisch Bewegungen gemacht, die Sie sich so vorstellen müssen, ich fordere jemanden zur Schlägerei auf, begleitet von einem unwahrscheinlichen Gejohle und Flaschenwürfen. Wir haben diesen Bereich Herkulesbrunnen, das Ziel war einmal zunächst zu erreichen, dass die Menschen dann den Herkulesbrunnenbereich verlassen. Feststellen müssen, als wir praktisch, wir haben das mit 2 Einheiten gemacht, einmal einen kleineren Teil der Menschen Richtung Innenstadt, den größeren Anteil Richtung Ulrichsplatz, das ist ein bisschen weitläufiger, da hat man jede Menge Möglichkeiten, dass man sie angemessen entfernt. Da gibt es jede Menge an Möglichkeiten, letztlich diesen Bereich zu verlassen. Wir haben dort genau das Gleiche wieder festgestellt, eine nicht unerhebliche Anzahl, lassen Sie es 50 oder 60 sein, rücken immer wieder auf die Polizeikette vor, provozieren die Beamten, beleidigen die Beamten und es kommt zu Flaschenwürfen. Dieses ganz negative Spielchen hat sich letztlich über mehrere hundert Meter bis zum Ulrichsplatz erstreckt. Dort kommt ein weiterer Flaschenwurf von einer Person, die wir dann festnehmen können. Und das war der Punkt, wo letztlich in dieser Entwicklung eines Platzverweises, den man durchgeführt hat, in der Feststellung, dass die auf den engeren Bereich des Herkulesbrunnen letztlich keine Wirkung erzeugt, weiterhin annehmen müssen, dass eine ganz erhebliche Anzahl von Personen bereit ist, polizeiliche Maßnahmen nicht zu dulden und letztlich die Aktivitäten, die vorgenommen wurden, fortzuführen. Es kam zu Sachbeschädigungen in diesem Kontext und das Ganze ist dann weitergegangen, wobei man muss sagen, die Maßnahmen waren dann teilweise erfolgreich. Allerdings gab es dann noch mit sofort gerückter Stunde, ich meine, es war kurz nach 3 Uhr, nochmal eine Menschenansammlung am Rathausplatz mit genau dem gleichen Phänomen. Das heißt, man hat zunächst den Platzverweis verfolgt, ist an anderer Stelle aufgetaucht und nicht nur an anderer Stelle, sondern auch im Rücken der Polizeibeamten. Der Bereich um den Herkulesbrunnen war gesichert, da mal Dank an den Ordnungsdienst der Stadt Augsburg, der die Polizei dort unterstützt hat. Und selbst an der Polizeikette von 7 Beamten kommen 3 Personen, sprechen mit dem Beamten, provozieren sie lautstark und gleichzeitig fliegt aus dem Hintergrund eine Glasflasche, die es meines Wissens ein Reinigungsfahrzeug getroffen hat und so weiter und so fort. Damit war für uns klar, dass der weitere Innenstadtbereich, dass wir die Sicherheit für die Menschen gewährleisten müssen und Gefahren letztlich dann abzuwenden.
Die Lage war dann letztlich gegen 4 Uhr bereinigt. Es kam aber zu weiteren Verdrängungseffekten. Wir haben 2 Tankstellen in diesem Bereich nach dem Rathausplatz, wo der Tankstellenpächter anruft, sozusagen 100 Personen stürmen meine Tankstelle. Ich brauche dringend polizeiliche Unterstützung. Dann fahren die Beamten an, werden wieder massiv beleidigt. Man suggeriert so ungefähr, man kann hier tun, was man will. Wir müssen weitere Kräfte heranführen. Und dann geht der Teil natürlich wieder mit Beleidigungen in der Widerstandshandlung. Gegen 4 Uhr war die Lage dann insoweit bereinigt. Wir haben letztlich insgesamt 15 verletzte Polizeibeamten der Bereitschaftspolizei. Die Verletzungen erstrecken sich, und das sage ich jetzt auch ganz ausdrücklich, ich habe es vorher am Anfang gesagt, wir haben eine Körperschutzausstattung, die genau, sage ich mal, diese Verletzungen vermeiden soll. Wir haben aus der Katharinenstraße ganz am Anfang einen Polizeibeamten, der einen Tritt ins Gesicht kriegt. Und wir haben weiteren Polizeibeamte, die in diesem ganzen Zuge dieser Maßnahmen, die Einzelheiten werden wir noch aufarbeiten, letztlich Schläge ins Gesicht, werden angespuckt, werden letztlich ständigst beleidigt, haben letztlich dann auch Verletzungen im Brustbereich, wo sie Schläge mit abbekommen, Schulterbereich, beziehungsweise an den Füßen, an den Knien oder an den Schienbeinen. Sind weiterhin dienstfähig, ich sage vorbehaltlich der weiteren Entwicklung, Stand heute war es noch so, aber ganz ehrlich, wir sind dazu da, dass wir damit mithelfen, dass ein friedliches Feiern, Besuch Außengastronomie in der Maxstraße möglich ist. Das ist unser vorderes Ziel. Aber natürlich hat die Polizei wie Rettungskräfte ihre Aufgaben. Und diese Aufgaben, das wünsche ich mir nicht nur, sondern diese Maßnahmen und wollen wir, und das ist ein ganz klares Petitum an der Stelle, dass wir die ja durchführen können, weil das ist im Dienste der Allgemeinheit. Und wir sind nicht da wegen der Minderheit, sage ich an der Stelle auch ganz deutlich. Und ich bin überzeugt davon, dass wir mit den Maßnahmen, die jetzt da besprochen worden sind, beginnen mit gestern, wir doch einen erfolgversprechenden Weg haben. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig an der Stelle, dass man zusammenrückt. Und mit dem möchte ich jetzt enden. Bis Mitternacht, friedliche Stimmung, Außengastronomie geht zu Ende. Und dann nutzt man die Zeit, sich mit der Polizei letztlich an dieser Stelle auseinanderzusetzen, auf Rettungskräfte loszugehen und Flaschen zu werfen. Und die PE Augsburg-Mitte wird das nicht dulden. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, grüß Gott zusammen. Ich möchte mich gerne anschließen an das, was der Herr Schaumeier gesagt hat und was der Herr Schwald gesagt hat und was die Frau Oberbürgermeisterin gesagt hat. Das Verhalten, das wir am Samstag ab 0.30 Uhr in der Innenstadt, insbesondere am Herkulesbrunnen, beobachtet haben, war absolut inakzeptabel. Und ich kann das nicht nur vom Hörensagen behaupten, sondern ich war selber da. Ich habe mir ab 11 Uhr am Samstagabend einen Eindruck in der Innenstadt verschafft und kann nur das bestätigen, was hier auch jetzt schon mehrfach gesagt wurde. Wir hatten eine friedliche Stimmung. Wir hatten Alkohol im Spiel. Es waren auch Fußballfans, aber es war eine friedliche Stimmung. Und ich habe mit einigen ja auch von Ihnen darüber gesprochen. Das war, glaube ich, die Wahrnehmung von allen. Und um 12:15, 12:30 kippte diese Stimmung. Die Außengastronomie schloss. Der To-Go-Verkauf war ja schon früher gestoppt. Dieses Konzept der Verschärfung ging auch auf. Wir hatten aber diese Gruppe von jungen Männern, und es waren mehr als 10, es war genau diese Zahl, die der Herr Schaumeier gesagt hat, 200, 300, 400 Personen, die am Herkulesbrunnen da war, nicht ging, auch ein Klima schon erzeugte, das das Sicherheitsgefühl zumindest in Frage stellte, und das dann bei einem letzten Endes Rettungseinsatz, also ich möchte nicht mal von einem kleinen Anlass, sondern von einem gar keinem Anlass, nämlich einem Rettungseinsatz, dazu überging, Polizei, Rettungsdienst, Ordnungsdienst der Stadt Augsburg anzugreifen. Und das ist natürlich inakzeptabel. Es fiel jetzt öfter schon der Wort Landfriedensbruch. Das müssen letzten Endes die Gerichte entscheiden, aber ich sehe das genauso. Es wurde aus einer Menge heraus hier Personen angegriffen. Es wurden Straftaten verübt, es wurden Straftaten angedroht, es wurde bedroht und es flogen sehr viele Plastikflaschen und es flog auch Glas. Und das ist, man kann es nur immer wieder sagen, inakzeptabel für die Stadt. Augsburg ist eine der sichersten Städte Deutschlands. Das ergibt seit Jahren die Polizeistatistik. Und ich kann hier nur sagen, auch zusammen mit dem Präsidenten des Polizeipräsidiums, das wird so bleiben. Augsburg wird eine der sichersten Städte bleiben. Daran werden wir intensiv arbeiten. Und ich will das betonen, was die Oberbürgermeisterin gesagt hat. Es sind nicht die Fußballfans gewesen. Es waren auch nicht die Leute, die friedlich bis 12:15 gefeiert haben. Das war eine Gruppe, die schon am Brunnen war und die offensichtlich Ärger suchte. Diese Mischung und auch die Regulierung der Außengastronomie, der Gastronomie generell, war weg ab 0.30 Uhr und dann kam es zu den Übergriffen.
insbesondere auch zu einem Übergriff schon auf den Rettungswagen, die Behinderung des Rettungseinsatzes. Und lassen Sie mich an einer Stelle hier auch sagen, der Rettungsdienst, Rotes Kreuz, Johanniter, auch die Bäuerle-Ambulanz, das sind auch zum großen Teil die Ehrenamtlichen. Das sind Ehrenamtliche, die in ihrer privaten Zeit uns helfen. Die kommen, wenn Not am Mann ist und an der Frau ist. Und die werden angegriffen und dafür gibt es null Toleranz. Es gibt null Toleranz für Gewalt gegen Polizei und Sicherheitsdienst, aber es gibt auch null Toleranz gegenüber ehrenamtlichen Kräften, wenn hier Gewalt im Spiel ist, und das ist völlig unnachvollziehbar. Ich will auch was sagen, weil ich es auch selber beobachtet habe, erst von der Maximilianstraße, dann auch aus der Katharinengasse. Das Vorgehen der Polizei war völlig richtig. Der Herr Schaumeier und ich haben uns dann auch abends kurz vor der Räumung noch kurz telefonisch verständigt. Das Vorgehen war defensiv. Wir können nicht im Ansatz von einer Provokation reden. Die Kräfte, die der Herr Schaumeier erwähnt hatte, wurden zum Beispiel von hinten herangeführt. Es wurde gezeigt, dass man sozusagen jetzt den Helm aufzieht. Dann dauerte es aber immer noch eine halbe Stunde bis zur Räumung. Man hat angezeigt, dass man defensiv und eine Deeskalation möchte. Mehr kann eine Polizei, die einen Rettungseinsatz absichert, nicht tun, um eine Situation zu beruhigen. Und ich trage die Entscheidung, die dann gefallen ist durch den zuständigen Einsatzleiter, den Herrn Schaumeier, dem ich ausdrücklich danke, mit der PI Mitte und den Polizisten, die am Einsatz waren, für das besonnene Vorgehen, aber auch dann das konsequente Vorgehen, das keine andere Alternative aus meiner Sicht zuließ. Wir waren an diesem Abend nicht unvorbereitet. Auch das liest man manchmal jetzt gerade in uninformierten Kreisen. Wir hatten alle Personen des städtischen Ordnungsdienstes, das sind 30 Personen im Einsatz, in einer engen Abstimmung mit der Polizei, der PI Mitte, die wiederum mit zwei Zügen und mehreren Einsatzkräften da waren. Wir konnten auf dieses Geschehen auch reagieren. Was überraschend war, und der Herr Schaumeier hat es als eruptiv bezeichnet, dieses sich überhaupt nicht beeindrucken lassen von Anzeigen. Dieses, wir suchen gezielt Ärger und wir werden ihn provozieren. Das ist etwas Neues, das war so nicht zu erwarten. Und ist aber etwas, was man intensiv begegnen muss. Und ich würde Ihnen gerne die Maßnahmen, die die Oberbürgermeisterin ja schon erwähnt hat, kurz erläutern. Wir werden in intensiver Abstimmung mit der Polizei die Sperrung der Maxstraße auf 18 Uhr vorverlegen. Wir haben ja im Moment an Donnerstagen, Freitagen und Samstagabenden und vor Feiertagen, die in der nächsten Zeit nicht anstehen, die Sperrung um 20 Uhr. Wir werden es auf 18 Uhr vorverlegen, um hier schon frühzeitig den Verkehr aus der Stadt rauszunehmen. Hier werden wir einschließen den Kitzenmarkt und die Bäckergasse. Das hat einerseits den Anwohnerschutz zum Grund, aber auch um diesen Bereich friedlicher zu gestalten, abzusichern und hier entsprechende Möglichkeiten zu machen. Wir werden in diesem ganzen Bereich Parkverbot machen. Da könnte man jetzt vielleicht auf den ersten Blick denken, naja, Parkverbot ist nicht die große Meldung. Wir haben aber festgestellt, dass Alkoholkonsum aus den Autos heraus, die frühzeitig dort abgestellt werden und dann die Leute vor Ort versorgen, ein Problem sind, das auch schwierig zu regulieren ist vor Ort, wenn es soweit ist. Deswegen werden wir hier ganz frühzeitig auch ein Parkverbot machen. Und ich will auch sagen, es haben mich auch Anwohner schon angeschrieben, die auch ausdrücklich das begrüßen und sagen, ja, bitte begrenzen Sie das und das werden wir tun. Es geht ganz massiv auch darum, den Herkulesbrunnen und den Bereich um den Herkulesbrunnen zu sichern, nicht komplett zu sperren, aber so zu sichern, dass ein friedliches und guter Aufenthalt möglich ist. Wir werden den Bereich um den Herkulesbrunnen absichern und nur mit Zugangsbeschränkungen arbeiten. Wie muss man sich das vorstellen? Der Herkulesbrunnen ist letzten Endes von vier Seiten, nämlich von allen Himmelsrichtungen, zugänglich. Wir haben hier auch verschiedene Seitengassen. Wir werden eine erste Sperre auf der Höhe des Standesamtes quer über die Maximilianstraße anbringen. Wir werden die Heilig-Grab-Gasse als zweiten Punkt sperren. Wir werden die Katharinengasse sperren auf der Höhe des jetzigen Hotels Maximilians. Und wir werden die Maximilianstraße in ihrer Breite hin zum Rathausplatz, hin zum Moritzplatz auf der Höhe des Waaggässchens sperren. Und in allen vier Sperren werden Zugangsbeschränkungen sein und wir werden, da sind wir in der genauen Zahl noch in der Abstimmung, aber maximal 200 Personen zulassen, plus sitzende Außengastronomie, die diesen Bereich betreten darf. Und es wird hier auch ganz scharfe Einlasskontrollen in diesem Bereich geben. Wir werden keinen Alkohol und keine Flaschen, sei es Plastik, sei es Glas, sei es irgendwas, akzeptieren. Das Glasflaschenverbot wurde jetzt am Wochenende schon intensiv durchgesetzt und kontrolliert. Das war auch zu beobachten. Es lässt sich in so einem Raum wie der Maximilianstraße nie ganz verhindern, wenn man ihn nicht komplett sperrt, das, was wir jetzt tun werden. Und es hatte genau den Effekt.
dass wir nicht mehr Glasflaschen hatten. Man muss sich das einmal vorstellen, was passiert wäre, wenn wir das Glasflaschenverbot in der Woche nicht verschärft hätten. Das war der richtige Schritt. Trotzdem sind sie da und die werden wir konsequent jetzt aus der Innenstadt und insbesondere der Maximilianstraße und diesem geschützten Bereich herausnehmen. Wir haben eine Verordnung über Menschenansammlungen bei der Stadt Augsburg, die hat einen gewissen Umgriff, der fängt bei St. Ulrich, da ist der Eserwall auch noch dabei, weiter, geht über die Innenstadt und geht bis zur Grottenau. Und in diesem riesigen Bereich, in diesem großen Innenstadtbereich, werden wir einen, salopp gesagt, To-Go-Stop um 20 Uhr beginnen, ein Alkoholverkaufsverbot, das haben wir jetzt schon ab 22 Uhr, das werden wir nochmal verschärfen auf 20 Uhr. Wir müssen den Alkohol noch weiter aus der Stadt rausnehmen. Ja, das betrifft auch die Leute, die friedlich feiern, die vielleicht auch mal ein Treffen wollten. Aber es ist die absolut notwendige und richtige Maßnahme. Wir müssen an dieser Schraube des Alkohols weiter drehen, weil er auch zu Enthemmung führt und auch ein Baustein der Entwicklung am Samstagabend war. Wir werden, was die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ausdrücklich vorsieht, ein Alkoholkonsumverbot machen. Das heißt, es ist nicht nur der Verkauf verboten, sondern auch der Konsum in diesem Bereich. Das heißt, auch das Zusammensitzen, ich nehme zum Beispiel den Rathausplatz, mit einer Flasche Bier oder einem Cocktail ist untersagt. Das werden wir auch durchsetzen. Und diese Maßnahme gilt jetzt auch schon. Und alle Maßnahmen, die ich jetzt nehme, gelten ab dem kommenden Donnerstagabend, also für das kommende Wochenende. Wichtig ist, dass wir eine Verstärkung des Ordnungsdienstes ad hoc machen werden. Wir werden eine eigene weitere Einheit aufbauen. Ich möchte ausdrücklich mich bedanken bei der Polizei für die exzellente Zusammenarbeit und die Abstimmung. Der kommunale Ordnungsdienst hat eine andere Aufgabenstellung als die Polizei, ist anders ausgebildet, hat einen anderen Auftrag. Die Polizei hat auch ganz andere Befugnisse. Aber diese sehr gute Zusammenarbeit in der Absicherung, in den verschiedenen Reaktionsphasen, das hat gut funktioniert an den letzten Wochenenden, es hat gut funktioniert am Freitag und es hat auch gut funktioniert, als es ernst wurde am Samstag. Ich habe das selber beobachtet, wie hier eine vertrauensvolle Zusammenarbeit stattfand und da wird die Stadt ihren Teil dazu beitragen, um hier auch weiterhin der Polizei den Rücken freizuhalten und zu unterstützen. Wir haben am Brunnen auch Leute beobachtet, die man wohl auch aus den Parks in Augsburg kannte, wo es ja vor einigen Wochen geschehen gab. Und es ist wichtig, diese Personen gut zu identifizieren, da braucht es die Ermittlungsarbeit der Polizei, aber auch gut zu behandeln und gut zu gucken, was passiert in unserer Stadt, wenn wir jetzt diese Maßnahmen in der Stadt machen. Wir werden jedes Wochenende und jeden Tag evaluieren, was passiert. Und hier ist es auch notwendig, das Büro für urbane Sicherheit zu stärken. Und wir werden auch hier ganz gezielt Park- und Platzmanager einsetzen. Manche Städte nennen das Nachtbürgermeister, die Münchner machen das jetzt auch, um hier ganz gezielt auf diese Maßnahmen vorzugehen. Auch diese Verstärkung werden wir jetzt sofort angehen. Mit der Sperrung in der Maximilianstraße verbunden ist, dass auch Busse und Taxis herausgenommen werden. Das ist eine Notwendigkeit, um die Sperrung gut machen zu können, aber auch um jegliche Möglichkeit der Versorgung mit Alkohol und auch ja, dieses Gefühl von Störung, von Aufputschen, dann fährt ein Taxi wieder durch die Menge, sofort von vornherein zu unterbinden und hier Ruhe in die Innenstadt zu bringen, voranzubringen. Und deswegen nehmen wir Busse und Taxis raus. Wir werden auch ermöglichen, soweit es die Gastronomie möchte und es ermöglicht, die Außengastronomie zu erweitern. Wir werden das anbieten, dass hier noch weitere Flächen möglich sind. Warum machen wir das? Weil die Gastronomie nicht das Problem ist, das zeigt dieses Wochenende auch, sondern sie ist ein Teil der Lösung. Und wir versuchen, die regulierende Außengastronomie, die sowohl Kontaktpersonennachverfolgung gewährleisten kann, die Alkoholkonsum steuern kann, die ihre Personen auch kennt, die Abstandsgebote halten kann, die versuchen wir zu stärken, die sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems, das will ich ausdrücklich hier sagen. Wenn die intensiven Ermittlungen der Polizei abgeschlossen sind, und der Herr Schwald hat ja schon gesagt, dass man hier auf einem sehr guten Weg ist und auch Personen identifizieren kann, wird die Stadt auch alle sicherheitsrechtlichen Instrumentarien ziehen und unterstützen. Ich nehme hier zum Beispiel das Betretungsverbot, um hier auch gezielt Personen dann aus der Innenstadt und auch aus anderen Orten der Stadt, ich nenne zum Beispiel die Parks, herauszuhalten, weil es kein Recht gibt, Personen anzugreifen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, neben Polizei, neben Rettungsdiensten, neben Ordnungsdienst hat es ja auch unbeteiligte Privatpersonen erwischt. Auch das muss man sehen. Schon schlimm genug, dass es gegen die Rettungskräfte ist. Unbeteiligte Privatpersonen ist noch ein weiterer Aspekt, den man sehen muss. Das geht gar nicht und deswegen ist dann dieses ordnungsrechtliche Instrument des Betretungsverbots hier auch richtig.
Nicht zuletzt werden wir in die Kommunikation gehen. Wir müssen mit den Anwohnern reden. Das wird sehr zeitnah erfolgen. Es wird absehbar in dieser Woche eine Information, ein Schreiben an die Anwohner rausgehen, wo wir auch zu einer Konferenz einladen werden, um die Maßnahmen zu erläutern, um uns das auch noch einmal sehr gut in Kontakt zu treten. Und das wird hier die Woche erfolgen. Das Gleiche werden wir auch mit der Gastronomie machen. Die trifft es hart in den letzten Monaten. Sie müssen auch jetzt mitziehen. Das ist alternativlos. Auch hier werden wir in dieser Woche, das wird wahrscheinlich morgen stattfinden, in eine entsprechende Konferenz einzutreten. Und dann darf man auch ankündigen, dass man mittelfristig auf jeden Fall eine Gesamtkonzeption stärker für die Maximilianstraße braucht. Die Maximilianstraße ist unsere zentrale Lebensader, auch der Herkulesbrunnen als Identifikationsfigur und Identifikationsort, und den muss man gut angehen. Wir haben das Problem der Verlagerung im Blick. Natürlich ist die Frage, wenn wir die Innenstadt beruhigen und auch entsprechend absichern, was passiert dann? Und da darf ich nur für den Ordnungsdienst und auch in enger Abstimmung mit der Polizei sagen, wir haben das ganze Stadtgebiet und insbesondere auch die Innenstadt im Blick. Und es wird am Wochenende sehr, sehr genau und auch an den kommenden Wochenenden hingeschaut werden, wo hier was passiert und frühzeitig eingegriffen werden, weil so eine Wiederholung wird es nicht geben. Wir werden alle Maßnahmen regelmäßig evaluieren, auch schauen, wo wir nachsteuern müssen. Vielleicht auch schauen, wo man in ein paar Wochen wieder lockern kann. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt geht es erst einmal darum, die Sicherheit und die Ordnung gut zu gewährleisten und das auch ganz deutlich und eindeutig und mit Schulterschluss zu signalisieren. Ich möchte einmal einfach auch einen Dank nochmal an Rettungsdienst geben, nochmal mit der Betonung, hier sind viele Ehrenamtliche tätig. Und ich weiß auch, dass an dem Wochenende viele Ehrenamtliche tätig waren. Und da ein ausdrücklicher Dank an die Hilfsorganisationen, die hier tätig waren. Und diesen Dank kann man letzten Endes nur Richtung Polizei und der hochprofessionellen Einsatzleitung, auch Herr Schaumeier, Ihnen geben und Ihrem Vertreter, Herr Krause, der am Freitag unterwegs war. Das war gute Polizeiarbeit in einer äußerst schwierigen Lage, die so nicht vorherzusehen war aus meiner Bewertung, die aber durch die Präsenz der Polizei und auch durch die gedankliche Vorbereitung dann so gelöst werden konnte, dass, wie sie gelöst wurde, nämlich dass letzten Endes hier auch keine weiteren Übergriffe stattfanden und es unterbunden werden konnte. Ein letzter Appell von meiner Seite. Ich kann nur wirklich alle appellieren. Die Stadt Augsburg wird ihren Kurs, Freiheiten zu ermöglichen, nicht vollständig aufgeben. Aber das setzt eines ganz massiv voraus. Wir schützen die und wir respektieren die, die uns schützen und das ermöglichen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es auch keinen Stadtsommer 2021. Wenn das respektiert wird und das in den nächsten Wochen sich gut entwickelt, haben wir nach wie vor die Chance auf einen guten Stadtsommer 2021. Vielen Dank soweit von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Schwald. Vielen Dank, Herr Schaumeier. Vielen Dank, Herr Pintsch. Sie merken uns vielleicht allen an, dass wir über die Vorkommnisse des vergangenen Wochenendes auch betroffen sind. Aber diese Betroffenheit schränkt uns nicht im Handeln ein. Sie haben das Maßnahmenpaket gehört. Sie haben gehört, was die Polizei zusätzlich in Bezug auf die Aufklärung der Straftaten unternehmen wird. Und wir werden nicht dulden, dass sich so etwas noch einmal wiederholt. Wir werden das letzte Wochenende intensiv aufarbeiten, aber wir werden vor allem präpariert sein für die kommenden Wochenenden. Und ich möchte mich an der Stelle wirklich noch mal sehr bedanken für die unglaublich gute Zusammenarbeit, Herr Schwald, wo wirklich viel zu unmöglichen Uhrzeiten funktioniert, wo Sie, Herr Trebes, Herr Schaumeier, auch entsprechend der Herr Krauser, den möchte ich nicht vergessen, auch immer ansprechbar sind. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was uns gemeinsam stark macht, dass nämlich Stadt und Polizei sich nicht auseinanderdividieren lassen. Und das wird auch in den nächsten Wochen nicht der Fall sein. Ich möchte auch an dieser Stelle noch mal an alle appellieren. Die Innenstadt ist kein rechtsfreier Raum. Die Innenstadt, das ist das Herz unserer Stadt. Das ist da, wo das Leben pulsiert und wo wir alle auch miteinander feiern können, miteinander Spaß haben. Das soll es auch in den nächsten Wochenenden geben, gemeinsam mit der Gastronomie, die durch die Außengastronomieflächen auch die Möglichkeit gibt, Menschen zu treffen, auch die Abende schön zu verbringen, hoffentlich auch nochmal Fußballsiege bei der EM zu feiern. Aber wir werden eben nicht zulassen, dass Störenfriede, die in der absoluten Minderheit sind, genau diese Feierlaune auch kaputt machen. Deswegen kommen Sie in die Innenstadt, seien Sie friedlich und feiern Sie mit uns unsere schöne Stadt. In diesem Sinne darf ich die Journalistinnen und Journalisten hier im Fürstenzimmer fragen, ob es Fragen an dieser Stelle gibt. Herr Krug.
Stefan Krog, Augsburger Allgemeine. Herr Schwald, vielleicht an Sie die Frage, wie viele Tatverdächtige sind denn zum jetzigen Zeitpunkt ermittelt? Also wir haben momentan 7 Tatverdächtige ermittelt, wobei da handelt es sich auch um die Straftaten, die den Flaschenwürfen vorausgegangen sind. Es waren die Körperverletzungen, es waren sexuelle Belästigung, das waren Sachbeschädigung. Flaschenwerfer ist einer ermittelt, aber wie gesagt, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Tagen sehr viele Identitäten feststellen werden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir um 0.08 Uhr oder ab 0.48 Uhr in erster Linie damit beschäftigt waren, die Platzverweise durchzusetzen. Aber nach der ersten Sichtung des Videomaterials und nochmal die Aufforderung, wer gefilmt hat, kann das bei uns uploaden, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir bald Namen und Straftaten zueinander führen können. Weitere Fragen, bitte. Darf ich nochmal eine Frage stellen? Sie haben ja vorhin gesagt, Krawalltouristen, dass es wohl eine relativ geringe Zahl war. Kann man ein bisschen genauer sagen, um was für Personenkreise es sich handelt? Es ist ja aus der Berichterstattung auch mal hervorgegangen, dass Türkiye skandiert worden sein soll im Bereich der Katharinengasse. Kann man ein bisschen näher sagen? Sie haben ja schon gesagt, junge Männer, aber kann man das noch ein bisschen genauer eingrenzen? Stadt Augsburg, Umland und diese Dinge. Nein, ich denke, das hängt jetzt im Wesentlichen davon ab, was die Ermittlungen bringen. Ich glaube, da sollte man auch entsprechend warten mit Zuordnungen, bevor man hier mit Mutmaßungen spekuliert. Glaube ich, Sie werden in den nächsten oder wir werden in den nächsten Tagen Namen ermitteln und dann wird man vielleicht auch sehen können, inwiefern es starke Überschneidung oder weniger starke Überschneidung mit dem Klientel gibt, das uns vor einem Monat im Scheidenpark, Riespark beschäftigt hat, Dreiaumenplatz. Da ist es jetzt noch zu früh, aber nochmal, da bin ich sehr guter Dinge. Wir haben eigentlich alles, was wir für die Ermittlungen brauchen und Sie wissen, dass die Augsburger Polizei da relativ schnell zugange ist. Wenn ich noch eine Frage stellen darf, Sie haben vorhin gesagt, es kam überraschend, was am vergangenen Wochenende sich ereignet hat. Wenn man jetzt mal die 2 vorvergangenen Wochenenden sich anschaut, hatte man ja einmal im Bereich der Katharinengasse, das war dieser Vorfall am Parkhaus, wo es eigentlich ganz ähnlich losging, da nicht dieses Ausmaß erreicht hat, aber Polizeieinsatz wird gestört, gibt Solidarisierungseffekte und Sie haben ja damals auch schon eine Kette dazwischen ziehen müssen, um arbeiten zu können. Jetzt nochmal die Frage, wie überraschend kam das denn? War das was mit Ansage, das vergangene Wochenende? Also natürlich wussten wir, dass die Situation angespannt sein kann, wobei ich das vorvergangene Wochenende jetzt nicht als exemplarisch darstellen will, weil natürlich die Situation eines drohenden Suizids, und darum ging es, Freitag die Woche vorher, nochmal eine ganz andere Situation ist. Deswegen haben wir auch 2 Züge Bereitschaftspolizei, nicht nur in Bereitschaft, sondern im Dienst gehabt. Am Tag vorher hatten wir einen Zug USK da. Also insofern waren wir durchaus vorbereitet auf die Situation, wobei natürlich, sage ich mal, qualitativ der Samstag dann nochmal eine ganz andere Auswirkung hatte. Aber also wir waren nicht überrascht, also wir waren überrascht über das Ausmaß, aber wir wussten natürlich, dass die Situation angespannt ist und entsprechend waren auch Kräfte der Bereitschaftspolizei in der Innenstadt. Eine letzte Frage, wenn ich noch stellen darf. Darf ich vielleicht da noch ganz, ganz schnell ergänzen? Also ich kann mich noch, macht das Geschäft ja auch schon ein paar Jährchen hier. Übrigens kenne ich die Stadt, glaube ich, auch ganz gut, weil ich schon 5 Jahrzehnte hier lebe. Wir hatten natürlich schon auch Sommer, da hat die PI Mitte die Innenstadt, das Innenstadtkonzept ausschließlich mit eigenen Kräften gefahren. Also nur damit Sie sehen, dass wir schon entsprechend vorbereitet waren. Es waren Kräfte der Bereitschaftspolizei im Einsatzraum. Im Übrigen werden wir auch nächstes Wochenende selbstverständlich mit starken Kräften im Innenstadtbereich gemeinsam im Ordnungsdienst da sein. Nochmal, wir sollten wirklich immer im Blick haben, es gibt die Jugend, die feiern will, das unterstützen wir. Es gibt auch noch andere Bürger, die vielleicht nicht feiern wollen, aber die trotzdem eine sichere Innenstadt haben wollen. Und ich glaube,
das muss die Koalition sein, die geschlossen wird und diejenigen, die ausschließlich in die Innenstadt kommen, um Ärger zu machen, um Krawall auszuüben, um Gewalt auszuüben, die müssen wir lokalisieren und isolieren. So, die letzte Frage. Es ist mehrmals das Wort der kleinen Minderheit gefallen. Jetzt haben wir von Herrn Schaumeier aber ja gehört, so klein war die gar nicht. Wenn man das jetzt mal auf die Gesamtmenge hochrechnet, waren es ja immer noch ein paar hundert, die da auch relativ unbeeindruckt waren und seit mal drauf ankommen haben lassen. Also vielleicht ist dieser Begriff der Minderheit schon nochmal erklärungsbedürftig, wenn man sich die Menge anschaut an Menschen, die sich dann der Aufforderung auch zu räumen widersetzt haben. Da fange ich vielleicht erstmal an, weil ich das, glaube ich, angefangen habe zu sagen. Wenn Sie es aber vergleichen, Herr Krog, mit denjenigen, die einfach friedlich in der Stadt unterwegs sind, die auf der Freilichtbühne waren, die sich zum Essen getroffen haben, die beim Flanieren waren, die im öffentlichen Raum Freunde getroffen haben und einfach einen schönen Abend verleben wollten, dann sind es mehrere tausend Personen, die sich in so einer Innenstadt an einem Abend aufhalten. Und im Verhältnis dazu sind diejenigen, die dann am Schluss diesen Krawall ausgelöst haben, dann doch eine Gruppe, die eben eine Minderheit im Verhältnis zum Rest ist. Gibt es weitere Fragen? Ja, Herr Bayerischer Rundfunk, jetzt haben Sie Alkoholverbot, Herkulesbrunnen wird gesperrt auf der einen Seite, so von der Infrastruktur, dann sagen Sie mit aller Härte, verfolgen auch die Justiz, null Toleranz. Aber Sie müssen ja auch jetzt zum anstehenden Wochenende schon was tun. Die Justiz wird bis dahin nicht zu Potte gekommen sein. Wie wichtig sind da die Betretungsverbote und wie viel glauben Sie da durchzusetzen, schon vor diesem Wochenende? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir vor diesem Wochenende wahrscheinlich, wenn überhaupt in sehr geringem Maße Betretungsverbote erlassen können. Das sind natürlich auch sind Maßnahmen, die in Rechte Dritter eingreifen. Die müssen entsprechend rechtsstaatlich begründet sein. Ich denke, wir werden natürlich durch die Präsenz, durch die Einsatztaktik und jetzt die getroffenen Maßnahmen gewährleisten können, dass ein friedliches Feiern in der Innenstadt möglich sein wird am kommenden Wochenende. Und sukzessive werden wir, so wie wir es auch im Riespark, im Scheldenpark, Flößerpark, Dreiauenplatz und in anderen Lokalitäten getan haben, die entsprechenden Personen identifizieren und entsprechend auch mit strafrechtlichen und ordnungsrechtlichen Maßnahmen belegen. Also man kann jetzt sicher nicht davon ausgehen, dass wir bis zum Freitag 10 Redelsführer identifizieren, die entsprechendes Betretungsverbot haben. Aber die Sichtung des Materials wird uns durchaus behilflich sein, dann unmittelbar am Donnerstag, Freitag und Samstag Platzverweise an bestimmte Personen zu erteilen oder sogar strafrechtliche Maßnahmen zu ergreifen bei diesen Personen. Weitere Fragen? Luca Fernholze, Radio Schwaben. Herr Pinsch, Sie haben vorhin schon das Problem der Verlagerung angesprochen. Sie werden sich sicher auch schon abgestimmt haben, was für mögliche weitere Maßnahmen folgen könnten, sollten die Krawalle kein Ende finden. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass es zu so einer Situation wie am Samstag nicht mehr kommt. Das Problem der Verlagerung haben wir intensiv im Blick und durch die Beruhigung und auch ein Sicherheitskonzept, das ich jetzt hier nicht im Detail offenlegen werde, werden auch genügend Kräfte sowohl von der Stadt als auch von der Polizei im ganzen Stadtgebiet, insbesondere auch in den Randbereichen der Innenstadt, da sein, sodass man hier sehr frühzeitig reingehen wird. Das schließt ja auch ein Stück weit an die Frage von Herrn Herz an. Betretungsverbote, ein paar Leute kennen wir schon und da wird man sehr intensiv hinschauen. Deswegen gehen wir davon aus, dass die Verlagerung zu einer Dezentralisierung führen wird, auch zu einer Entzerrung und dass es zu solchen Zusammenrottungen, zu solchen Solidarisierungen, wie wir sie am Samstag beobachtet haben, nicht mehr kommt. Danke. ATV? Genau, Nietzsche von ATV. Herr Pinsch, Sie haben das Verbot den To-Go-Verkauf auf 20 Uhr jetzt beschränkt und auch das Konsumieren von Alkohol in öffentlichen Räumen verboten. Wo überall gilt es? An welchen örtlichen Bereichen? Komplette Innenstadt oder gibt es da spezielle Straßenplätze, wo das jetzt der Fall ist? Also wir haben eine Verordnung über Menschenansammlungen in der Innenstadt. Die gibt es seit 2017 bei der Stadt Augsburg. Die hat man damals anlässlich auch, glaube ich, einer Fußballweltmeisterschaft erlassen. Und die hat einen Anhang, da ist der Innenstadtbereich genau definiert. Ich kann Ihnen die Folie auch nachher geben, man findet sie aber auch im Internet. Das beginnt in der Eserwallstraße, also man kann sagen Freilichtbühne, zieht sich über den ganzen Innenstadtbereich
inklusive Fuggerstraße, wenn man jetzt nach oben denkt, bis zur Grottenau. Das heißt Rathausplatz, Elias-Holl-Platz, Maximilianstraße, diese Bereiche sind da drin und da gilt sowohl das Alkoholverkaufsverbot als auch das Konsumverbot. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wir stehen jetzt noch für O-Töne zur Verfügung. Hallo.